Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem Inhalt. Fragen wir uns, ob wir manipuliert sind? Fragen wir uns, ob wir uns gerne selbst manipulieren? Natürlich fragen wir uns das. Natürlich, ja. Und für solches dann einfach mal hier. Na bitte, Ton ab. Na, ist das da mal hier eine Manipulation hier mit meinem Riegel oder was soll der Quatsch jetzt hier? Na also, da läuft's. Na bitte. Und der Ton ist da. Na, wunderbar. Ja, also, Sie sagen uns jetzt mal, Sie haben da irgendwie sich mal das Verhalten von Menschen da beschaut, ja? Was meinen Sie eigentlich damit? Ja, das muss ich mal sagen. Also, ich habe immer so einen Blick, da haben Sie einen Mensch, dann schauen Sie auf den Menschen. Das müssen Sie, das kann, wie immer, Sie müssen nicht hingucken oder wenn ein Mensch sich belästigt fühlt, gucken Sie auch mal weg. Oder Sie sagen, nein, oh ja, dieser Mensch, ich möchte Ihnen nicht zu nahe sein. Wie auch immer, man hat ja auch ja, irgendwie so sein Verhalten da irgendwie schon. Ja, wie meinen Sie denn das? Sollen die Menschen sich nicht mehr angucken oder was glauben Sie da jetzt? Naja, so meine ich es ja nicht. Ich meine, Sie müssen es sich ungefähr so vorstellen. So geht das jetzt mal, ja. Sie beobachten Menschen, die sind in ihrer Umgebung in Urlaub. Aber Sie selbst sind heimisch und sagen sich einfach, mein Gott, ich gehe mein Tagewerk hier nach, als solches, was ich für mich für den Tag zu tun habe. Es kann ja immer, was immer Sie da tun. Und dann sehen Sie Touristen. Und einer der Touristen ruft einen anderen und sagt, machen Sie das Bild mal von uns jetzt hier. Und dann beobachten Sie das mal. Dann stellen Sie fest, was der Mensch, der sich abbilden lässt von einer Kamera, wie der sich verhält. Das müssen Sie beobachten. Ja? Was meinen Sie denn nun damit wieder? Das ist so ein, da komme ich auch nicht dahinter, was Sie da hier, worauf Sie jetzt hier hinaus sind. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Der Mensch hatte früher, vielleicht vor Jahrhunderten, keine bessere Technik, sich Geschichten an dem zu vermitteln, als dass vielleicht ein Märchenerzähler im Umlauf war. Also es war dann die Sprache. Und die Sprache machte den Menschen im Kopf immer seine Bilder. Ja? Und jetzt müssen Sie sich mal überlegen, wenn Sie heute im heutigen Zeitalter sich mit Bildern befassen, dann haben Sie keinen Platz mehr für die eigene Fantasie, Ihrer eigenen Fantasiebilder, verstehen Sie das? Weil Sie sind total überschüttet mit Bildern, durch Medien, Zeitungen, egal was. Das heißt also, der ganze Kopf ist vollkommen voll mit dem Raum der Bilder des totalen Überflutetseins. Das ist ein Problem. Aber diese Überschüttung, nehmen wir die mal jetzt weg und versuchen wir doch mal ein bisschen Abstand unsere Gedanken davor zu halten und sagen uns, na, wir sind da nun nicht irre und wir können mal in den Wald laufen, gehen für eine Stunde spazieren und dann lösen sich die Bilder da irgendwie oder eine Stunde schlafen macht es auch und ja, Traum bewältigt einiges und schon ist alles wieder frei, der ganze Kopf ist frei und so ist es dann. Aber das ist es ja nicht, was ich sagen will. Ich will ja einfach mal sagen, die beobachten Menschen heute, die sich abbilden lassen oder abgebildet werden. Ja, also jetzt kommen Sie doch mal zum Punkt. Ja, nun gut, dann sage ich Ihnen das, was ich da meine. Wenn früher ein Mensch vielleicht beim Märchenerzähler war, vor 1000 Jahren, dann habe ich Ihnen das ja gesagt. Er hatte keine anderen Bilder als die, die ihm da erzählt waren. Das heißt, das Ohr, Ihr Ohr oder das Ohr hat vernommen, was sich der Kopf denken sollte. Ja, sicher, es gab vielleicht irgendein Wandgemälde oder natürlich all diese Dinge. Man hat auch mal ein Bild gemalt, so ist es nun nicht. Aber mehrheitlich war eigentlich das Bild im Kopf, war durch das Wort getätigt und übers Ohr. Heute macht es die Technik, die nimmt einem das einfach alles ab. Und die Menschen freuen sich und sagen, oh, es ist alles wunderbar, wir machen uns jetzt die Bilder und wir machen uns die Bilder. Das geht seit der Erfindung der Bildermacherei durch Technik. Da können Sie, schauen Sie nur in die Geschichte, gehen Sie da auf den Weg da mal, sortieren Sie sich das da, wann das alles da mal erfunden wurde und so. Das wäre ein langer Vortrag und das ist so komplex und so ein großes Gebiet, all diese Erfindungen. Nun, ja, was wollte ich sagen? Ja, dann sagen Sie doch, was Sie sagen wollten. Ja, das bringt einen ja fast durcheinander. Sie spannen einen ja hier regelrecht auf der Folter mit, das, was Sie da. Ja, jetzt habe ich das, was ich sagen wollte. Jetzt da. Danke für ihr mir Unterbrechen hier. Ja, das ist so.
die Menschen, die da die anderen geführt haben, durch das Geschichten erzählen, die waren auch immer so eine Führungsklique der anderen. Und diese Führungsklicke hat sich jetzt ersetzt durch eine andere Art des Erzählens. Verstehen Sie? Früher haben sie nichts anderes gehabt, was ich ihnen erklärt hatte, Mund, Ohr und so weiter. Und heute haben die andere Werkzeuge. Und bei diesen Werkzeugen, da passiert irgendwas. Da gibt es dann so einen kleinen Zwischenschritt. Ja? Weiß ich nicht, vielleicht die Bühne oder ob es ein Zwischenschritt ist, muss ich nicht mal glauben. Da irre ich mich ja fast noch. Das Theater, stellen Sie sich nur das Theater vor, das ist eine Bühne. Und die Bühne illustriert Ihnen da irgendwelche gemachten Bilder und hinterher treten die Menschen von der Bühne ab und dann ist die Bühne wieder leer und die Bilder sind nicht mehr da. Man hat Ihnen über die Bühne eigentlich nur eine Geschichte erzählt. Und der Hintergrund der Menschen, die leben gar nicht in diesen Welten, sondern die spielen diese Welt nur auf der Bühne. Das ist eine Bildermacherei. Eine Bildermacherei, eine jahrhundertlange Kunst des Bildermachens durch Geschichten erzählen, bis hinauf zur Bühne. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn heutzutage irgendwo eine Kamera in Sicht ist, also das ist das, was ich festgestellt habe, dann fängt sich an, ein Mensch anders zu benehmen. Er benimmt sich anders als natürlich. Das natürliche Benehmen eines Menschen ist, oh mein Gott, ja, er tut irgendetwas, er saugt Staub zu Hause, im Wohnraum. Und wenn eine Kamera dabei ist, dann ist es wie, da ist jetzt Besuch da. Ich glaube, ich muss jetzt hier mal anders saugen. So durfte ich mir vor der Kamera, das nicht, oh mein Hemd, oh nee, das geht nicht, ja. Oh, wenn die Kamera läuft, oh, jetzt muss ich anders saugen. Also ich kann doch nicht in diesem scheiß Bademantel hier irgendwo rumsaugen, das geht doch nicht. Das heißt, Menschen benehmen sich vor einer Kamera immer in einer anderen Art ihrer Kontrolliertheit. Und dies bedeutet, dass das ganze Bilder hier mache, aus meiner Sicht, zu über 80% an Bilder, Macherei allgemein, das ist alles ein gesellschaftliches Theater darstellt. Verstehen Sie das? Das ganze Bilder hier mache. Bis hin in die Medien, bis hin in den Journalismus. Das ist alles viel von Theater machen auch mit den Bildern. Das können Sie doch nicht sagen. Sie können doch nicht sagen, es gibt doch einfach mal, da sagt ein Kriminologe, das ist ein Beweisfoto, oder da sagt einer, das ist das Foto, das haben wir aufgenommen, hier um im Gefängnis aufzunehmen, das ist ein Knastfoto hier und das ist eine Realität, da kommt da unten noch eine Nummer runter und bitteschön, das ist ein Passfoto und dieses immer. Nein, das ist anders. Das sind Fotos oder wenn Sie ein Familienfoto haben, denken Sie nur an die Posen. Eine Pose, ja, des Fotos. Das ist vor 100 Jahren, da, als die Fotografie erfunden wurde, da posierten die Menschen in einer Pose vor den Fotos und haben sich auch schon immer anders benommen. Wo die Welt gesagt hat, das ist ein gestelltes Foto. Ja. Dann hat man gemerkt, oh, mit sowas kann man nicht gut rumtricksen, na, dann machen wir jetzt Reality, so Live-Fotos aus dem Leben. Das ist aus dem Leben, dann ist das Foto wieder glaubwürdiger. Entgegen der Pose. Aber allgemein, entgegen der Pose funktioniert nicht so gut. Die Menschen auch entgegen der Pose sagen, oh, ich bin auch entgegen der Pose eigentlich auch in eine Rolle. Da ist ja eine Kamera, das habe ich ja eben an den Staubsaugerbeispiel erklärt. Ne? Ich bin in Action, irgendwas, ich war, oh, da ist ja eine Kamera, jetzt muss ich doch wieder anders saugen. Ja? Oder wenn irgendwo eine Kamera ist. Die Menschen benehmen sich vor Kamera, das heißt, wenn sie jetzt anfangen, einen Überwachungsstaat einzurichten und überall haben sie Kameras, auf Bahnhöfe, egal wo, die Menschen fangen sich an, durch dieses sich selbst zu beobachten, fangen die an, sich anders zu benehmen. Die Gesellschaft verändert sich in ihrem Verhalten. Das heißt also, ich fange nochmal bei diesem Märchenerzähler von früheren Jahrhunderten an. Die anderen, die lauschten nur und hörten, oh, oh, was wird uns da an Bildern erzählt? Mal nur so als Beispiel. Ja? Heute ist einfach jeder, der sein eigener Märchenerzähler mit seinen eigenen Bildermachereien, da irgendwas, ich mache ein Bild. Ja? Jede Familie heutzutage, fast jede Familie, in Europa, hat einen eigenen Fotoapparat besessen, bis auf den heutigen Tag, den alten Fotoapparat, ja, weiß ich nicht, machst du Klick und hast du Foto von zu Hause, als solches. Und da posierten die Menschen sich in ihren Bildern. Und das Verhalten auf den Bildern ist nicht der eigentlich wichtige Tagesablauf. Ich renne zur U-Bahn, oh, ich muss den Zug noch kriegen, oh mein Gott, ja, die Bank, da muss ich hin und das. Oh, ich laufe mit meiner Aktentasche, oh ja. Oder ich fahre durch den Wald mit meinem Rad, oh ja, da sieht mich keiner. Ah, hier rase ich rum, hier mache ich mal sowas. Oder da fahre ich da hin und dann mache ich das. Und in seinem Unterwegssein des Alltags, da benehmen sich die Menschen normal.
Und sobald eine Kamera ist, oh, was guckst du? Das muss ich irgendwie, ja, ja, es ist irgendwie ein anderes Bild auf einmal. Das ist so. Diese Art des Verhaltens verwundert mich. Ja, ja, was verwundert ihn da? Was glauben Sie denn, wo unsere Gesellschaft sich mit diesen Verhaltensumschichtereien sich wohin entwickelt? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die ganze Gesellschaft steht in Theatralik, sich selbst seines Schauspielers zu sein, zumindest in den Bildinhalten, ja? Was die Bildinhalte betrifft. Ich will ja nun nicht, die ganze Gesellschaft ist jetzt eine Theatervorstellung in dem Sinne, doch aber mit Bezug auf die Bildinhalte von Video, Foto, egal was, da glauben die, die sind da was auf der Bühne irgendwie dann mal. Also einer mit seinem Staubsauger, der sagt, ich bin auf keine Bühne. Sobald eine Kamera da ist, oh, ist das jetzt hier eine Bühne? Oh, jetzt sauge ich hier doch anders. Oh, wo ist mein goldener Kittel, irgendwas? Ich habe hier, oh, ich muss mir was anderes mal anziehen. Es muss gut aussehen, wenn ich hier sauge. Das ist eine Bühne. Ja? Die Kamera ist eigentlich nicht die Kamera allein für sich, sondern die Kamera macht aus der Welt eine Bühne. Und die Menschen benehmen sich wie auf Bühnen sozusagen. Immer dann, wenn die Kamera unterwegs ist. In Interviews, für irgendwas Öffentliches oder auch die privaten Dinge, die früher nur in Pose standen. Fotopose beim Fotografen, irgendetwas von vor 100 Jahren, als die Fotografie auf dem Weg war. Das ist an Bildern zu beobachten. Und weil es so ist, ist es mein Blick auf Bilder. Die Menschen sind Schauspieler, ihre Bildermacherei, nichts anderes. Ja? Wo es hinführt? Naja. Ja, was meinst du denn, wo es hinführt? Naja, also ich denke, der Alltag bleibt ja im Allgemeinen doch irgendwo doch noch erhalten. Ja? Man kann ja so viel von den Bildern, sich in die Bilder hineinfluten bis zum geht nicht mehr mit sich selbst. Weiß ich nicht, 24 Stunden Fernsehen gucken und sie sind da irgendwo nicht mehr in irgendeiner Realität. Ist doch klar. Weil da bildet sich immer das ab, wie war das, wie soll es sein, wie immer das Wunschdenken, wie man auf dem Bild auszusehen hat. Ja, das. Aber sie müssen auch einsehen, dass das die Gesellschaft verändert. Sie müssen auch einsehen. Dass also in den Bildern auch immer eine Art von Zukunftswunschdenken hinein interpretiert ist. Ja, das ist es. Und einige Menschen richten sich auch danach. Oh, das Bild sieht so gut aus, das mache ich aus mir, was das Bild mir da zeigt. Das machen Menschen natürlich auch. Das ist jedem selber überlassen, das ist Meinungsfreiheit als solches, die gibt es auch über Bilder. Ja, was halten Sie denn aber nun von gefälschten Bildern? Das richtig echt gefälschte. So vollkommen gefälscht, so als Hoax oder so Scherz und sowas immer. Ja, das ist ein anderes Problem mit sowas. Dann nehmen Sie mal nur den Geldschein. Der steht unter dem Gesetz, dass er nicht gefälscht sein darf. Und wenn das gefälscht ist, ist das eine juristische Sache. Und wenn Sie ein Foto, eine Fälschung, die Fragwürdigkeiten irgendwelcher Fälschung von Fotos, wenn der Gesetzgeber heute sich hinstellen würde und sagen würde, er müsste dies ahnden in gleichem Maß wie einen gefälschten Geldschein. Ja, dann hätten wir keine öffentlichen Bilder mehr. Das können Sie ja auch glauben, ne? Ja, ja, das glaube ich Ihnen. Also, wenn Sie das sagen, dann muss ich sagen, das ist so. Wenn man das zu ahnden hätte, ich glaube, dann gibt es kaum noch öffentliche Bilder. Das ist mir auch klar. Weil Sie haben mich irgendwie doch überzeugt. Der Mensch benimmt sich vor Bildern immer anders, wie seine eigene Fälschung. Das ist ja schon ein bisschen komisch. Eine eigene Fälschung, das würde ich nicht so sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine Pose. Er wird zum Märchenerzähler, er ist ein Theaterkünstler, er ist irgendwas, er ist ein Schauspieler. Ne? Die Bilder machen einen zum Schauspieler, das ist nun mal so. Ja? Aber Schauspielerei ist ja auch keine Fälschung in dem Sinne. Wenn einer offiziell richtig schön schauspielert und das ist sein Job, dann sagen die anderen, ja, wir wollen das ja so. Und wir wissen das ja, dass es unsere Märchengeschichte ist, die der da bringt. Und die soll uns ja an irgendwas belehren. Von Hintergedanken weiß ich nicht, irgendetwas, ja. Das kann ja, das ist ja auch erlaubt, sowas alles, ja. Aber dieses perfide Fälschen, um den anderen in einen Lebensnachteil zu spielen, bis zum geht nicht mehr, was wirtschaftliche Probleme macht, gefährliche Probleme machen könnte, also Propaganda zum Beispiel, ja, das kann sehr gefährlich werden mit, wir glauben jetzt einfach mal alles, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne. Ja, da haben Sie mich überzeugt. Das muss ich auch einfach mal sagen. Naja, nun haben wir Herrn schön in die Länge gezogen hier, dann belassen wir das mal dabei. Ja? War schön mit Ihnen zu reden. Ja, danke schön. Danke, vielen Dank, ja. Ja, Sie haben es gehört. So ist es nun einmal. Wir dann mal hier von Ihrem Sprachfunk. Hallo, hallo, bleiben Sie uns wohl auf. Hier, Berliner Sprachfunk. Hallo, hallo, hier Sprachfunk.